Mit diesem Video möchte ich meinen Dank aussprechen für deine Unterstützung von meinem Kanal, für deine Zeit. Wir haben nichts Wertvolleres als die Zeit. Deswegen vielen Dank. Vor ein paar Jahren hätte ich mir nicht ausmalen können, dass ich mal vor einer Kamera stehe, geschweige denn, dass ich über meine Erfahrungen, über meine Erkenntnisse aus Theorie, aus Praxis erzähle. Weil ich nämlich immer Lampenfieber hatte, und Angst, mich zu melden in der Schule, bei Veranstaltungen, auch im familiären Kreis, habe ich mich immer zurückgehalten, weil ich so viel Angst hatte, mich falsch auszudrücken, kritisiert zu werden, ausgelacht zu werden, weil ich da sehr viele schlechte Erfahrungen damit in meiner Kindheit, in meinem Jugendalter gemacht habe. Mehr dazu vielleicht mal in einem anderen Video. Und ja, was für mich eben wie ein Wunder ist, weil ich jetzt wirklich Spaß habe, beim Videodrehen, beim Videoproduzieren, angefangen von der Idee bis hin zum Hochladen, macht es Spaß. Und ja, falls du da mal dran gedacht hast, das auch zu tun, dann kann ich dir nur raten, tu es, egal wo du aktiv bist, in welchem Markt, bring so deine Hilfestellung an die Menschen, weil es einfach dich als Person, als Mensch rüberbringt. Und letztlich kaufen wir die Leute. Oder wollen die Menschen sich identifizieren mit dir als Anbieter, bevor sie wirklich dein Produkt erstmal kaufen oder deine Dienstleistung? Also, ja, lass es raus, wenn du dich nicht traust. Mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Begleitung ist alles möglich und einfacher, so wie das meiste im Leben. Zu guter Letzt möchte ich auch nochmal diese Möglichkeit nutzen, mich zu bedanken bei allen Menschen, die mich begleitet haben, die mir diese Tätigkeit ermöglicht haben, angefangen von bei der Irmgard, über die Hilke, Rock, Patri, Susanna, Conny und besonders auch meine Familie und meine Freunde, die mich unterstützt haben bei meinem Werdegang. Und zu allerletzt möchte ich dich noch kurz anhalten und deine wertvolle Zeit in Anspruch nehmen, um drei Hilfestellungen zu beten von deiner Seite, nämlich erstens: Was sind deine Lieblingsvideos auf meinem Kanal? Meine Top 3 habe ich in der Beschreibung genannt. Zweitens, schreib mir noch gerne, was du in Zukunft von mir sehen, hören willst. Zu welchen Themen? Von Bob Proctor zum Beispiel, zum Thema Mut, Angst, oder auch, ja, was das Coaching-Geschäft angeht. Und als drittens und als wichtigstes, was hast du für Verbesserungsvorschläge? Welche Dinge würdest du anders machen? Was wünschst du dir, dass anders passiert bei mir? Zum Beispiel, möchtest du, dass Videos kürzer sind? Möchtest du, dass ich mehr von mir erzähle? Möchtest du mehr Beispiele aus der Theorie? Möchtest mehr Erklärungen? Und so weiter und so fort. Also, deiner Fantasie ist freien Lauf gesetzt. Ich danke dir nochmal fürs Zuschauen. Vielen Dank nochmal für deine Unterstützung, für dein Abonnement, für deine Kommentare, für deine Likes, was auch immer. Auf jeden Fall herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Martin. Ciao.